Ja, liebe Besucherinnen, liebe Besucher unserer Webseite, wir freuen uns sehr, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, weil wir bei einem sehr, sehr wichtigen Thema, das uns in den nächsten Wochen in NRW beschäftigen wird, eure Meinung wissen möchten. Es geht nämlich um die Novelle der Ladenöffnungszeiten in Nordrhein-Westfalen. Und da ist eben die Frage, Shop around the clock weiterhin oder wollen wir zu geregelten Öffnungszeiten zurückkommen? Neben mir steht Daniela Schneckenburger, wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion und damit eben Experten, was die Ladenöffnungszeiten angeht. Daniela, warum eigentlich soll es eine Novelle dieses Gesetzes geben? Erstens ist es so, dass CDU und FDP selbst gesagt haben, muss man auswerten nach 5 Jahren, ob es was gebracht hat. Versprochen haben sie, es bringt mehr Arbeitsplätze, es bringt mehr Umsätze im Einzelhandel. Jetzt kann man mal da drauf gucken, ob das wirklich stimmt. Diese Auswertung läuft auch im Moment und die Anhörung der Experten läuft auch. Jetzt gibt es ja eine ziemliche Bandbreite an Meinungen, auch bei den Verbänden, also zwischen Gewerkschaften, Kirchen, Einzelhandelsverbände, Verbraucherverbände. Wie kommen wir denn als Grüne letztendlich zu einer Position? Ja, der Einzelhandel sagt zum Beispiel, am besten ist es insbesondere für die Großen im Einzelhandel, wenn man rund um die Uhr öffnen kann. Die Gewerkschaften sagen, Moment mal, da gibt es aber auch noch Beschäftigte, die leisten Nachtarbeit. Seid ihr euch darüber im Klaren? Verbraucherschützer sagen, Verbraucherfreiheit bedeutet, rund um die Uhr einkaufen zu können. Ich glaube, da muss man mal genau drauf gucken, was in den Argumenten steckt, wie weit die eigentlich tragen und wie man dann zum Interessensausgleich kommt. Naja, und am besten macht man das immer im Dialog mit den Menschen. Genau, und diesen Dialog, den bieten wir euch an, den fordern wir auch ein, weil wir als Grüne eben auch darauf angewiesen sind, genau eure Meinungen zu hören. Ihr habt die Möglichkeit, euch auf dieser Webseite zu informieren, also genau zu schauen, wie sind die jetzigen Regelungen im Gesetz. Ihr könnt aktiv in den Dialog mit uns treten, könnt mitdiskutieren und könnt eben auch an einer Umfrage teilnehmen, sodass wir dann im März ungefähr als Partei die Möglichkeit haben, auf der Grundlage dieser verschiedenen Meinungen dann eine Position zu beschreiben und ihr habt die einmalige Chance, hier die Regierungspartei zu beeinflussen, ja, also was Regierungshandeln wird. Und wir hoffen, dass ihr diese Chance sehr aktiv nutzt.